Servus und willkommen auf meinem Kanal MyFoodMax. Heute mache ich zwei sehr leckere Tomaten-Gurkensalate. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese zubereite, dann bleibt einfach dran. Die Zutatenliste findet ihr wie immer in der Beschreibung. Die Gurke halbiere ich erstmal der Länge nach. Danach schneide ich sie gleichmäßig in Scheiben. Die Tomaten werden geachtelt. Anschließend werden ihnen die Innereien mit einem kleinen Löffel rausgekratzt. Jetzt noch in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebeln schneide ich in feine Halbringe. Die rote Zwiebel verwende ich für die Öl-Essig-Variante, weil sie mehr Zucker beinhaltet und wunderbar mit dem Apfelessig harmoniert. Die weiße Zwiebel schneide ich ebenfalls in feine Halbringe. Für den ersten Salat verwende ich 300 Gramm Tomatenstücke. Dazu gebe ich die vorbereiteten Zwiebelstreifen. Einen Esslöffel Sonnenblumenöl, einen Esslöffel Apfelessig, einen Teelöffel Kürbiskernöl, etwas Salz, etwas weißen Pfeffer und einen halben Teelöffel Kräutermix. Jetzt vermische ich alle Zutaten und gebe erst dann die Gurkenscheiben dazu. Die Gurkenscheiben werden kurz unter die restlichen Zutaten gemischt, damit sie schön knackig bleiben. Bei der zweiten Variante kommen die weißen Zwiebelstreifen ebenfalls auf 300 Gramm Tomatenstücke. Darauf gebe ich 3 Esslöffel Schmand, etwas Salz, etwas weißen Pfeffer und einen halben Teelöffel Kräutermix. Jetzt kann man den Salat gut vermischen. Nachdem das erledigt ist, kommen wie zuvor die Gurkenscheiben dazu und werden kurz untergemischt. Beide Salate eignen sich wunderbar als frische Sommersalate für jede Grillparty oder als ganz schlichte Brotzeit mit einer Scheibe frischem Brot. Ich hoffe, ich konnte euch Lust auf die Rezepte machen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr meine weiteren Videos nicht verpasst. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.